Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Biznote, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder Mitte? Mit Smart Data and Analytics von Biznote liegen Sie immer richtig. www.biznote.ch. Roger gegen Markus mit drei aktuellen Themen. Wir reden über Ständeratswahl im Kanton Zürich, über den Carlos alias Brian und über Trump und Impeachment. Also Ständerat, die SVP empfiehlt den Rudi Noser zur Wahl, aber in einer Form, wie wir es noch nie erlebt haben, oder? Wieso? Was wünschst du da speziell? Dass sie einfach darauf ist dir nicht auffallen? Dass sie darauf hinweisen, dass sie ihn ja eigentlich nicht so wahnsinnig schätzen, oder wie meinst du jetzt? Gut, das ist jetzt die Version Somm. Die höfliche? Nein, der Roger Köppel sagt, es fühlt einem die Hand ab, wenn man das macht. Man müsse nachher duschen, weil man sich so verdreckt hat. Das heisst, er ist nicht nur ein Loser und will nicht das zweite Mal Loser sein, sondern ist ein schlechter Loser. Einer, der sich dann noch schlecht benimmt. Und ich meine, in Amerika gibt es verschiedene Sachen, die man kann kritisieren kann. Aber der tut immer den Verlierer am Gewinner nachher noch gratulieren. Er rührt Dreck noch in einer Form, wie wir sie eigentlich noch nie erlebt haben. Also erstens hat der Noser ja noch nicht gewonnen. Das ist mal das Erste. Aber er hat verloren. Und zweitens ist ja, du kennst den Roger auch gut, also ich meine, da ist auch eine gewisse Ironie dabei, wenn er das so sagt. Das ist ein Journalist, der sehr gerne zuspitzt. Ich finde von der Sache her, muss ich doch jetzt einmal sagen, und da gilt ja für die ganze Partei, da siehst du doch einmal, das ist doch eine reife Partei, dass die das haben können. Der Rudi Noser steht weit weg vom Mainstream, von der SVP. Es ist völlig klar, dass sie jetzt da politisch intelligent gehandelt haben und gefunden haben, gut, das kleinere Übel ist für uns der Noser. Wir wollen keine grüne Ständerätin. Das haben sie jetzt durchgebracht. Die Delegiertenversammlung haben sich durchgesetzt, das diskutiert. Ich finde das hervorragend. Also, ja, überrascht mich nicht. Also von Ironie natürlich keine Rede, sondern eine Wutrede in einer Sprache und in einer Diktion und in einer Ausdrucksform, die man sie in der Schweiz noch nicht kennt. Es wird immer extremer mit dem Roger Köppel. Und ich finde, wenn du das jetzt wieder abspielst, finde ich das schlimm. Wenn er zum Beispiel sagt, Mariona Schlatter sei Marxistin und Kommunistin, wie findest du das? Ja, das hat durchaus einen Kern von Wort. Wieso? Und ich finde eigentlich, Roger, hey, wir sind beide Journalisten. Irgendwo finde ich, wir müssen auch noch können ein bisschen zuspitzen, wir müssen Sachen auch noch anschaulich können darstellen. Ich finde, Mariona Schlatter ist sehr links. Ich weiss jetzt nicht genau, wie ihr Verhältnis ist zum Marxismus, das weiss ich nicht. Ich kann es sagen. Aber ich kann dir sagen, die meisten Grünen sind sehr weit links. Und das hat er mit dem ausdrücken wollen. Gut, aber sie hat den Marx nicht gelesen, wie sie mir gestern im Doppelpunkt gesagt hat. Aber dann kann man einfach sagen, das ist ironisch. Ja, der Köppel ist ein Rechtspopulist, ein Rechtsextrem. Nein, eigentlich ein Fascho. Oder? Würdest du das auch als ironisch empfinden? Er hat ja Mein Kampf auch nicht gelesen. Nein, ja, das, sicher, ich hoffe, dass es gelesen hat. Aber Roger, Art, das ist doch wieso? Diese Art von Verunglimpfung in der Demokratie. Wie viel Mal hast du schon mal gesagt, eben der Roger Köppel ist ein Rechtspopulist? Hast du sicher viel Mal gesagt. Das ist eine Zuspitzung, ist auch etwas, was man eigentlich nicht gut begründen kann. Und noch eines, ich weiss gar nicht, warum Marxist das Schimpfwort ist. Wenn man so links steht, dann hat man wahrscheinlich mit ziemlich vielen Grundsätzen von Marx kein Problem. Sie hat vielleicht Marx nicht gelesen. Ich würde es dringend empfehlen, weil er schreibt irrsinnig gut. Ich finde, Karl Marx ist eine sehr lohnende Lektüre, an wem viele Sachen nicht stimmen. Also, aber wenn man dann sagt, eben Kommunistin, einfach ohne, einfach, es ist ja eine Verunglimpfung, wie beim Rudi Noser. Es fühlt einem die Hand ab und so. Wenn man dann würde sagen, Roger Köppel sei ein Rechtsextreme, würde ich jetzt nicht sagen. Aber langsam überlege ich es mir. Wenn es so weitergeht. Du darfst sagen, was du willst. Nein. Das ist doch der Punkt. Wir dürfen doch sagen, was wir wollen. Gut, er hat jetzt im neuesten Editorial die Situation in Ostdeutschland abgespielt. Er hat gesagt, das sind alles Demokraten, die AfD gestimmt haben. Die haben ja dort auch DDR, jetzt ist ja 30 Jahre Mauerfall, haben die zu Fall gebracht, etc. Und es ist so gerade so, es schrammt ein bisschen dabei, wenn der Herr Höcke auftritt. Das ist ein Nazi. Und das war der Chef von der Thüringer AfD. Also auf diese Art und Weise, einen Nazi freisprechen und eine Frau Schlatter als Kommunistin zu bezeichnen, das ist für mich wirklich eine Entwürdigung von der... Ich kenne den Höcke jetzt wenig gut. Bist du sicher, dass das ein Nationalsozialist ist, dass der das ganze Programm von der NSDAP richtig findet und das alles will? Das glaube ich nicht. Ich finde, der Höcke hat
jenseitige Art und Weise, wie er über den Zweiten Weltkrieg, über den Holocaust, über sehr viele dunkle Kapitel von der deutschen Geschichte redet. Das finde ich jenseits. Ich finde es geschmacklos, ich finde es daneben, ich finde es falsch. Über wegen dem gerade noch schon Nazi ist, finde ich, diskutieren. Er hat die völkische Sprache, die völkische Diktion und tritt so auf. Also, das hat mich massiv gestört. Du findest es ironisch, ich finde es völlig Ich wehre mich ganz grundsätzlich dafür, und zwar auf beiden Seiten, dass wir dürfen zuspitzen, dass wir auch dürfen emotional sein, der politischen Auseinandersetzung. Es ist völlig klar, was der Roger Köppel hat wollen sagen. Er mag den Rudi Noser nicht, er findet ihn auch nicht gut. Er weiss auch, dass der Rudi Noser in wichtigen Fragen von der SVP weit weg ist von dem, was die SVP will. Und noch eines, ich finde, es ist eine riesen Leistung von der Partei, dass sie trotzdem einen Rudi Noser würde sie unterstützen, das finde ich, das ist doch staatsmännisch, das ist auch politisch denkt, aber wenn man ihn persönlich vielleicht nicht mag. Aber es geht ja nicht darum, dass man ihn persönlich nicht mag, sondern man mag ihn nicht, weil er einfach mehr Stimmen macht. Nein. Und jetzt einen so beschimpfen, wo man empfohlen hat, man soll ihn wählen, die eigenen Wähler. Ja, was passiert denn? Wieso soll jetzt die SVP-Wählerschaft da dem 17. November an die Urne gehen? Sie sind jetzt schon nicht mobilisiert worden am 20. Oktober. Und wenn man jetzt sagt, der Kandidat, den wir unterstützen, das ist so ein mieser Kerl. Wir müssen duschen, weil die machen uns so schmutzig. Wieso soll denn einer dort hingehen, um nachher zu duschen? Das sehen wir dann jetzt, wie die SVP sich daran haltet, aber du weißt ganz genau, dass der Christoph Blocher ist immer noch wichtiger in der SVP als der Roger Köppel. Der Christoph Blocher hat es klar gesagt. Was hat er gesagt? Er hat klar gesagt, wir unterstützen jetzt Rudi Noser. Aber was hat er denn gesagt? Es ist, glaube ich, das kleinere Übel. Nein. Von zwei Übel. Was hat er gesagt? Ich weiß es nicht genau. Siehst du, bist ja, einfach immer wieder schlecht informiert. Ich bin froh, dass ich mit dir reden darf, damit ich nachher die richtigen Informationen habe. Gut, aber die Meinung hast du vorher und die Informationen hast du nachher. Er hat gesagt, man könnte die Augen zumachen beim Wählen. Ja. Das ist einfach das ist eine mildere Form. Punkt. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Ich meine, ich, ganz ehrlich, ich bin freisinnig, ich wähle auch den Rudi Noser, aber der Rudi Noser ist in ganz wichtigen Fragen völlig anderer Meinung als mich. Und das stört mich auch und trotzdem wählen. Und das haben eigentlich beide wollen ausdrücken. Ihr müsst jetzt die Augen zumachen und etwas machen, was ihr vielleicht aus emotionalen Gründen nicht machen wollt. Wir sind aber rational. Schau mal, die FDP hat jetzt so viel Mal das Gegenteil von dem, was in ihrem Parteiprogramm steht, gemacht. Nur weil die SVP auch schon an diesem Ort war. Das ist genau da, wo unsere Politik plagt. Also emotionale, persönliche Befindlichkeiten, um da geht es nicht. Also Verunglimpfungen in dieser Art und Weise, finde ich, das ist ein absolutes No-Go. Also die Grünliberalen haben ja Stimmfreigabe beschlossen. Wem nützt das mehr? Also erstens finde ich es falsch. Die Grünliberalen hätten unbedingt jetzt die Nosen müssen unterstützen. Und zwar mit das haben sie wahrscheinlich nicht können machen. Den Fahnen haben sie aber nicht gemacht. Machen. Aber sie sind dumm. Weil das wäre taktisch sehr gut gewesen. Das hätte nämlich erstens einmal ganz vielen bürgerlichen Wählern klar signalisiert. Die Grünliberalen wollen sich auf beiden Seiten positionieren, dass sie jetzt Stimmfreigabe machen. Und Stimmfreigabe ist ja immer schwach. Letztlich. Also ich finde, das ist jetzt eine Enttäuschung. Hätte ich nicht erwartet. Ich hätte jetzt ich unbedingt erwartet, absolut. Weil sie sind auf der einen Seite, haben sie die Grünen wählen, wo sie da auch noch dazugehören. Und auf der anderen Seite, wenn sie sich bürgerlich geben, sie haben sich genauso verhalten, wie sie sind, nämlich irgendwie zwischen allen Stühlen. Ja gut, aber ich glaube, du hast ja die immer auch gut gefunden. Nein, aber schau mal, das ist doch völlig klar. Also wenn du jetzt dich als Grünliberal zu fest als Grün, du hast auch... Haben sie eben nicht gemacht. Das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler, weil die Grünen sind dann so original. Die Grünliberalen sind dann so original, wenn sie im Prinzip eine linksbürgerliche Variante sind von der FDP. Dann holen sie bei der SP maximal und sie holen bei der FDP maximal. Gut. Sie müssen nicht, die Grünen sind für sie nicht interessant, weil die sind sehr links. Ich sage jetzt nicht linksextrem, damit du das noch erträgst, aber es ist eine sehr linke Partei. Ich glaube, in der Schweiz ist noch nie eine linke Partei, so eine linke Partei so stark geworden. Also gut, also die Grünen und Sozialdemokraten sind, glaube ich, 80% oder 90% von allen Themen gleicher Meinung. Und jetzt hat es ja im Vorfeld geheissen, vor allem eben auch vom Köppel, Josic und Noser, die sind ja eigentlich wie Zwillinge. Und so hat sie Josic genannt. Und jetzt, wenn man sich überlegen, eben, der Josic ist gewählt und jetzt kommt die Marionna Schlatter, die ist ja ähnlich eigentlich gestrickt wie der Josic. Das wäre ja gar kein grosses Unglück, oder? Wenn man sagt, Josic ist wie der Noser.
Nein, also Schlatter ist weit, weit weg. In welcher Frage? Ja, jeder Beziehung. Nein, das stimmt nicht. Was du vorher gesagt hast, stimmt so nicht, weil die Grünen haben bis jetzt als Juniorpartner von der SP funktioniert und immer schön brav und aus meiner Sicht auch ein bisschen hündisch einfach das gemacht, was die SP hat. Ja, finde ich auch. Ich finde, es hat in den Grünen Daniel Fischer zum Beispiel oder Joe Lang, das sind eigenständige Leute gewesen, die habe ich sehr geschätzt, die habe ich gute Leute gefunden. Wieso hast du die noch getroffen in deiner marxistischen Vergangenheit? Die ab und zu sich von der SP unterschieden haben. Und heute ist es sehr lange so gewesen, dass die Grünen praktisch nur Steigbügelhalter sind von der SP. Jetzt ist es eine andere Situation. Jetzt sind die Grünen sehr stark geworden. Die werden nie mehr so juniorpartnerhaft sich verhalten. Und dann kann man genau schauen, was sind das für Leute. Also mir gefallen die heutigen... Die Grünen haben mit den Gewerkschaften zum Beispiel nichts am Hut. Finde ich ein Problem. Das sind alles Leute, die keine Ahnung mehr haben von der Privatwirtschaft, dass man irgendwann mal könnte noch Wohlstand schaffen. Da hat die SP mehr Verständnis dafür gehabt. Also ich finde, die heutigen Grünen sind mir viel sympathischer als die früheren, die da aus deiner und ihrer trotzkistischen... kann ich auch mal dementieren, dass ich je trotzkistisch bin. Aber Dani Fischer und Joe Lang, die kommen aus dem Ecken raus. Aber Dani Fischer sogar Marxist, Leninist gewesen. Also ich bin froh, dass die sind und dass andere sind, die sich vor allem auf ökologische und soziale Fragen konzentrieren. Reden wir über den Fall Carlos Bryan. Letzte Woche hat es einen Prozess gegeben, der nicht ein richtiger Prozess war. Er hat sich selber nicht gestellt. Und jetzt fragt man sich, ist jetzt das ein Systemzusammenbruch? Eine Person, die völlig außerhalb der Norm ist, bringt unser System an Grenzen, nein, über Grenzen raus. Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Ich finde nicht, dass das geht. Nein, finde ich überhaupt nicht. Sonst ist es so, den Prozess machen wir jetzt und jetzt muss man schauen, was rauskommt. Vielleicht wird er lebenslänglich verwahrt. Das ist nicht, finde ich, nicht ein Bruch von dem ganzen System, sondern es zeigt einfach, es gibt solche Fälle, die wahnsinnig schwierig sind und wo man vielleicht wahrscheinlich auch Fehler gemacht hat. Das kann gut sein. Wer? Die Behörden haben Fehler gemacht und er, aber ich meine, er ist offensichtlich ein ganz schwieriger junger Mann und da bin ich erstens zwar ratlos, aber ich bin ein System, aber ich finde es nicht, dass das System am Versagen ist. Also wenn man da hört, die Details, wie viele Leute es braucht, wie näher renitent ist, etc. Ich glaube, es gibt noch ein anderes Element, der ist ja bekannt worden durch einen Film im Schweizer Fernsehen. Darauf haben wir eine riesige Kampagne, vor allem im Blick wegen den Kosten von dem Setting, das wir für ihn gemacht haben. Ich glaube, das hat die Situation verschärft und hat auch seine Persönlichkeit, sein Auftreten verändert und hat das alles nur noch viel schlimmer gemacht. Das glaube ich überhaupt nicht, weil erstens das Sondersetting hat man ja dort schon im Prinzip angeordnet, weil er dort schon sehr ein schwieriger Zeitgenoss war. Er hat dort schon Leute verletzt. Er ist schon relativ lange Zeit ein relativ gefährlicher junger Mann. Dass er in der Kindheit offensichtlich vielleicht Sachen erlebt hat, die nicht gut gewesen sind und Behörden haben auch Fehler gemacht, die das verschärft haben. Aber dass es jetzt mit dem Sondersetting und im Prinzip würdest du fast Medien nachher verantwortlich dafür machen. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Du wirst nicht gewalttätig, weil du in den Medien schlecht behandelt wird oder falsch. Aber es ist völlig klar, der hat enorme Probleme und irgendein ist halt fertig. Wir können uns das nicht mehr leisten. 29 Delikte im Gefängnis. Ich meine, das ist ja nicht mehr normal. Ich sage nur, die Medien haben das noch verschärft. Wenn er hat das Gefühl gehabt, er wird von allen bedroht, alle sind gegen mich, Kampagnen überall, dann die Wärter und so weiter. Ich glaube, es ist eine Verschärfung. Aber wenn du dich erinnerst, ich meine, wenn er selber redet über sich selber, er hat ja das Gefühl, er sei der Grösste. Ja, einerseits. Also. Weißt du, die von sich sagen, sie sind der Grösste. Also, kennst du vielleicht einen? Das ist aber sehr nett. Am Morgen, wenn du den Spiegel schaust. Mit dem Carlos vergleichst. Jetzt sind wir schon so weit. Und das noch vom Spezialist für Narzissmus, der lange Bücher geschrieben hat über das Thema. Drum, nein, Raschi, das ist Unsinn. Ich kenne einen Narzisst, wenn ich einen sehe. Eben, genau. Aber schau jetzt mit dem Carlos noch eins. Du hast ja behauptet, dass die Medien ihn so belastet haben. Und das finde ich, das merkst du ja nicht, wenn du mit dem, wenn du schaust, was er liest, das ist einer, der wirklich schwer renitent ist. Nein, also komm, so eine Blickkampagne, du, also es gibt noch andere Leute, die Blickkampagnen erlebt haben und nicht gewalttätig geworden sind. Also das finde ich jetzt wirklich schön, Färber. Er ist nicht gewalttätig geworden. Er hat es einfach noch verschärft, die ganze Sache. Ich mag mich jetzt erinnern, wenn ich das Ganze höre, wie es bei ihm zu und her gegangen ist, an einen Film «One Flew Over the Cuckoo's Nest», wo dann Leute irgendwie medikamentös still gekleidet worden sind und so.
Ist das in der Schweiz möglich? Was weißt du über das? Dass man ihm einfach so irgendwelche Sedativ gibt, damit er nicht einfach immer auf alle Leute losgeht und seine Zellen zertrümmert? Gut, also bis jetzt haben sie es offensichtlich noch nicht gemacht, oder? Sonst dürfen sie das machen? Ich weiss es nicht, aber bis jetzt ist sollten es noch nicht so. Sollten sie das machen? Vielleicht kommt das noch so weit, dass irgendeiner verlieren die Leute Nerven. Und das ist auch, also meine, ist auch richtig. Ich meine, es kann nicht sein, dass einer ein ganzes System so extrem beschäftigt und er hat jetzt so viele Chancen wieder rüberkommen, immer wieder. Ich meine, auch der Prozess ist ja schon. Wenn er jetzt einfach an den Prozess nicht geht, und du siehst ja, was der Verteidiger sagt. Und ich finde es interessant, was der Verteidiger sagt. Ich würde gerne wissen, was ist das Wort. Und von dem her ist doch wichtig, dass der Gallas an den Prozess geht. Wenn er findet, das stimmt nicht, was die Mitarbeiter da sagen, dann ist doch das wichtig, dass man das Wort findet. Und da finde ich schon nur, da fängt es doch schon mal an. Wieder eine Chance verpasst, wieder eine verpasst. Am Schluss ist er fürs Leben lang im Gefängnis und weiss nicht warum. Genau, also er weiss es vielleicht und reagiert darauf. Also ich sehe das doch als eine Art Systemzusammenbruch, Systemversagen. Man kann mit so jemandem offenbar nicht umgehen, in einer ordentlichen Art und Weise. Ja, wieso? Wie willst denn du umgehen? Ich weiss es eben nicht. Ich finde das immer ein bisschen billig, wenn man dann nachher so da am Mikrofon hockt und sagt, schau mal, da sind so viele Leute jetzt schon involviert gewesen und haben das Beste probiert. Eben. Und es hat nicht funktioniert. Nein, wieso wahrscheinlich Leute? Was? Es liegt wahrscheinlich auch. Ja, vielleicht, und vielleicht zum grossen Teil auch immer, aber wir können mit dem nicht umgehen in unserem System. Ja, am Schluss tut man dann einfach wegschliessen. Wohl, wir können aber schon mit dem umgehen. Aber nicht einmal das. Das Wegschliessen ist ja auch problematisch. Ist, weil er da immer mit 6 Leute zusammen in die Zellen kommen und so weiter und so fort. Und die Diagnosen der Experten über seine Therapiefähigkeit, die sind ja unterschiedlich. Also ich habe das Gefühl, das wird das noch längere Zeit beschäftigen. Also am Schluss glaube ich, das wird eben so enden, dass der einfach nicht mehr rauskommt, weil er auch nie kooperiert, der will keine Therapie machen. Aber jetzt wollen wir eigene Zellen für ihn bauen und so. Ja, also am Schluss wird es aber auf das rauslaufen und da ist das Leben nachher verwirkt worden für nichts. Aber offensichtlich ist, man hätte schon so viele Chancen gehabt und sie nicht genutzt. Ich weiss nicht, warum er das nicht kann, aber am Schluss ist er einfach fertig. Das System wird wegen dem nicht untergehen. Er wird untergehen. Aber System wird er untergehen. Ja, aber das System wird in einer Art und Weise belastet, wie man es so noch nie erlebt hat. Reden wir über etwas anderes, reden wir über Donald Trump in 20 Sekunden. Einfach Risiken erkennen. Einfach die richtigen Businesspartner auswählen. Einfach keinen Verlust mehr machen. Einfach und schnell als Unternehmen wachsen. Einfach wertvolle Kundenbeziehungen aufbauen. Und einfach wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben. Lassen Sie die Daten von Dun & Bradstreet, die Besten der Welt, für Ihr Business arbeiten. Vertrauen Sie auf die Risikoplattform der nächsten Generation. D&B Credit. Jetzt 30 Tage gratis testen. www.biznode.ch. Also, wo die ganze Ukraine-Affäre angefangen hat und man noch wenig gewusst hat, hat der Markus Somm in dieser Sendung mit dem im Brustton von der Überzeugung gesagt, wann könnte festgestellt werden, dass es wirklich ein Quid pro Quo gegeben hat, nämlich, dass er die Leistung für die USA abhängig davon gemacht hat, dass er im Gegenzug eine Leistung für ihn als Person gegen seinen Kandidaten bekommt, dann wäre das impeachable. Jetzt haben wir die Aussagen gehabt von wichtigen Leuten. Wir müssen gar nicht alle aufzählen. Teil von ihren Aussagen sind bekannt worden, Teil noch nicht. Und jetzt ist es ja eindeutig. Sogar die Republikaner tun das nicht einmal dementieren. Es hat ein Quid pro Quo gegeben. Die sagen jetzt dann einfach, ja, aber das ist nicht impeachable. Bist du noch bei deiner Meinung? Ja, Quid pro Quo, völlig, gleich impeachable. Völlig. Letzten Donnerstag haben sie darüber abgestimmt und bis auf 2 Demokraten haben alle Demokraten dafür gestimmt und kein einziger Republikaner. Und von dem her kannst du jetzt schon mal sehen, dass Impeachment wird zu nichts führen, weil dass der Senat jetzt im letzten Jahr vor der Wiederwahl noch ein schweres Impeachment befürworten, 2/3 Mehrheit im Senat, ist unmöglich. Und dass man nicht mehr wissen, und ich möchte das noch einmal betonen, das, was du jetzt gesagt hast, das ist einfach alles bis jetzt nicht erwiesen, sondern es ist sehr, sehr, sehr selektiv informiert worden vom Adam Schiff. Wir haben jetzt noch nicht genau Kenntnis, was genau gelaufen ist. Ich finde, das können sie untersuchen. Sie sollen es untersuchen, aber auf eine normale Art. So, dass nämlich auch die Republikaner könnten Zeugen aufrufen können. So, dass wir vor allem mal hören, was die miteinander reden. Wir würden auch mal gerne hören, eben, ob zum Beispiel die Republikaner Fragen stellen, die die Zeugen nachher nicht so gut kann beantworten. Das ist nicht gewährleistet. Adam Schiff kann machen, was er will. So ist es jetzt in dem Impeachment gestern beschlossen worden. Ich kann dir sagen, Roger, ganz gleich, was rauskommt. Wenn nicht mehr rauskommt, als das, dass er das sogar abhängig gemacht hat von der Militär, von dieser Untersuchung, dass er Militärhilfe wieder gibt,
selbst das lange nicht. So wie das Impeachment jetzt eingeleitet worden ist, kann ich dir garantieren, die Republikaner werden nie der Präsident impeachen. Genau, weil sie dann werden politisch und nicht faktisch entscheiden. Es ist der ganze politische Prozess. Nein. Also gut. Also nur zum Sagen, einfach damit wir Fakten ein bisschen klar haben. Der Windman, das ist ein hoher Militär, der im Weißen Haus gearbeitet hat, ernannt worden ist von Donald Trump, ist bei diesem Gespräch dabei gewesen und hat gesagt, dass wir sogar Sachen in diesem Transkript weggelassen haben, die eben für den Donald Trump nicht gut wären. Auch der Botschafter Taylor, auch ernannt worden von Donald Trump, Botschafter in der Ukraine, hat das bestätigt, dass während Monaten das Ganze vorbereitet wurde. Es war nicht nur ein Gespräch gewesen, sondern es war eine ganze Konspiration gewesen unter der Leitung von Rudy Giuliani, einem persönlichen Anwalt von Donald Trump und so. Und jetzt wird das passieren, was du immer gesagt hast, ist ja noch gar kein Impeachment. Es ist ja noch gar kein Moment. Es ist ja noch gar kein Impeachment. Wieso haben sie es nicht öffentlich gemacht? Die Zeugenaussagen, die du sagst, können wir nicht überprüfen. Wir haben keine Ahnung, was sie genau gesagt haben. Nein, es ist teilweise geleakt worden von den Demokraten. Es war nie eine öffentliche Verhandlung gewesen. Wir haben keine Ahnung, wie die Republikaner den Taylor haben können auseinandernehmen oder nicht. Von dem her, es ist nichts wert. Und es spielt gar keine Rolle, Roger, was du findest. Der Punkt ist, solange alle Republikaner der Meinung sind, es ist nicht impeachable, gibt es kein Impeachment und Demokraten können sie anlangen, jetzt da weitermachen und sich bemühen um ein Impeachment, es passiert nichts. Also gut, falsch, die Opening Statements sind öffentlich gewesen und die sind klar gewesen. Aber nur die. Und, ja, aber dort ist alles eigentlich gesagt worden, was wichtig ist und alle die Zeugen, die gekommen sind, haben das Ganze bestätigt. Jetzt wird das öffentlich, jetzt werden es die Fernsehhearings geben. Ich mag mich noch erinnern an die grossen Hearings beim Nixon noch damals in den 70er Jahren. Das wird etwas ganz wichtig sein, wo sehr viele Leute werden schauen. Und die Frage ist, wenn die Fakten dann so sind, wie sie sich jetzt präsentieren, werden dann die Republikaner sagen, unsere Verfassung ist gebrochen worden, sein Amtszeit ist gebrochen worden, also werden aufgrund von diesen Fakten entscheiden, oder politisch, wir müssen immer hinter dem Trump stehen. Ich bin deiner Meinung, sie werden es zweite machen. Aber das ist dann irgendwie schlimm für die amerikanische Demokratie, die amerikanische Verfassung. Nein, ich finde nicht. Impeachment, erstens ist Impeachment sowieso ein politischer Prozess. Du kannst es nicht vergleichen mit einem Gerichtsprozess. Das ist mal ganz wichtig. Zweitens, was du gesagt hast, dass jetzt alles im Fernsehen übertragen wird, stimmt eben nicht. Das wird? Gestern, nein, das stimmt nicht. Adam Schiff kann immer noch genau sagen, was er überhaupt will, dass er an die Öffentlichkeit kommt. Drittens, was du gesagt hast, Opening Statements, das ist ja genau der Punkt. Sie haben nur die schriftliche Form vom Opening Statement. Das ist wie wenn du einfach sagst, beim Carlos, der Staatsanwalt hat jetzt die Anklageschrift gemacht. Das stimmt, das ist das Wort. Das muss immer noch geprüft werden, ob das überhaupt genau stimmt. Also auch das mit dem Transkript zum Beispiel, das sagt jetzt der sagt das. Das ist aber Aussage gegen Aussage. Gegen welche Aussage? Zum Beispiel der Trump sagt sicher anders. Nein, Moment. Der Legal Counsel von Trump hat nie können teilnehmen an diesen Gesprächen. Schau, das Ganze ist so eine lächerliche Übung von den Demokraten, wo sie sich auch kaputt machen. Sie machen sich kaputt mit dem, weil wenn die in Primaries kommen, ist für die Demokraten auch nicht so günstig, wenn die ganze Zeit nur über Impeachment geredet wird. Nein, also erstens mal, oder letztens von dem, was gesagt ist, wahrscheinlich wird der Prozess abgeschlossen werden noch bis Ende Jahr. Das wird wahrscheinlich nicht ins nächste Jahr hineingehen. Das andere ist, der Trump hat gesagt, es ist alles wörtlich. Wort für Wort, Komma für Komma. Dabei ist in diesem Transkript, hat es irgendwo immer, wo pünktlich sind. Also, es steht schon gelogen worden. Also, er lügt ja immer. Aber das ist auch noch gelogen worden. Wieso lügt ja immer? Soll der Herr Windmann nicht lügen? Nein. Wieso soll der Whistleblower nicht lügen, wo man bis jetzt nicht wissen, wer es ist? Ja. Wir können den überhaupt nicht überprüfen, was für ein Typ ist. Wahrscheinlich hat er für den Joe Biden sogar geschafft. Roger, da sind so viele Löcher drin. Nein. Und ich sage, das Ergebnis ist so, die Republikaner sind nie nicht irgendwie umgekehrt. Das war beim Nixon völlig anders gewesen, das war beim Clinton völlig anders gewesen. Von dem her kann ich dir sagen, Stand heute, Impeachment wird nie fliegen. Ich glaube auch, dass es nicht wird fliegen. Aber man muss hier und da politisch Sachen machen, die man für richtig hält. Man muss es machen, wenn man das Gefühl hat, die Verfassung ist verletzt worden. Man muss es machen im Hinblick auf künftige Präsidenten. Und Impeachment ist ein Teil vom politischen Prozess in Amerika. Es ist sehr wenig angewendet worden. Aber es ist nichts außerordentlich oder verbotenes, was man da machen kann. Aber Demokraten haben schon nach der Wahl von Donald Trump angekündigt, wir suchen das Impeachment. Das sind schlechte Verlierer, die haben eine von den schlimmsten Wahlen verloren, wo sie sicher hätten müssen gewinnen, mit dem schlechtesten Kandidat aller Zeiten. Sie sind ganz schlechte Demokraten, die von Anfang an
Impeachment gesucht haben und dann einfach das Argument gesucht haben. Zuerst haben sie probiert, mit dem ganzen Mueller-Report etwas zu finden. Nichts passiert. Jetzt probieren sie es noch einmal. Was hast du das Gefühl, wie der Wähler über das denkt? 50% der Wähler sagen, ihr seid nicht ganz bach. Gut, und die anderen 50%, und das zeigen die aktuellen Umfragen, sind für Impeachment. Und nur um zu sagen, wenn der Trump impeached würde oder eben aus dem Amt gejagt würde, würde nicht Hillary Clinton Präsidentin werden, sondern sein Vizepräsident Mike Pence. Aber reden wir noch über etwas anderes in Amerika. Eigentlich der einzige Trumpf, der Trump bis jetzt hatte, ist die Wirtschaft. Die läuft jetzt nicht mehr so gut. Die neuesten Zahlen zeigen nur noch 1,9% Wachstum. Die Arbeitslosenzahlen sind sogar wieder hochgegangen. Und in den letzten 31 Monaten hat er zwar 5,9 Millionen Arbeitsplätze geschaffen, aber der Obama in der gleichen Zeit 6,5 Millionen. Das heisst, wenn die Wirtschaft jetzt wieder runtergeht, wenn es Richtung Rezession geht, dann wird es wahrscheinlich ziemlich eng auf dieser Ebene, oder? Also die 6,5 Millionen, die muss man noch zeigen in 3 Jahren, das glaube ich nicht. Ja. Ja, 31 Monate. Ja, weil der Trump ist noch nicht 3 Jahre. Also gut. Darum haben wir 31 Monate aber verglichen. Gut, auf jeden Fall ist es immer noch so, die Arbeitslosigkeit ist noch nie so tief gewesen wie jetzt. Sie ist viel höher gewesen unter Obama. Dass jetzt das Wachstum zurückgegangen ist, hat wahrscheinlich mit China zu tun. Ich nehme an, der Trump wird relativ schnell mit China einen Trade-Deal bringen. Was? Dass Demokraten es völlig anders sehen als du, Roger Schawinski, vielleicht müssen sie die Sendung besser hören. Merkst du an der ganzen Debatte, die sie führen, sie reden nie über die Wirtschaft, weil sie Angst haben, über das Thema zu reden. Aber jetzt will es anfangen. Völlig, es ist der Big Elephant in the Room, ist, dass die Wirtschaft so gut läuft wie noch nie. Es ist den Minderheiten noch nie so gut gegangen wirtschaftlich. Es ist den armen Leuten noch nie so gut gegangen in dem Land. Und das ist auch der Grund, warum sie das Impeachment brauchen. Hey, schau mal, Roger, sie hätten ja jetzt eine Wahl. In einem Jahr ist Wahl. Wieso suchen sie ein Impeachment, wie sie ganz genau wissen, wir schaffen wahrscheinlich nicht, die Wiederwahl zu verhindern. Nein. Das ist ihr Problem. Sonst würden sie es gar nicht machen. Nein, und sie machen seit 3 Jahren Impeachment. Nein, das stimmt nicht. Nancy Pelosi hat das nicht wollen machen, das Impeachment. Erst, wo es dann so ganz klar geworden ist, dass da eine Verfassung verletzt worden ist, hat sie es gemacht, im Wissen, dass sie im Senat nicht durchkommen wird. Ich finde das sehr verantwortungsbewusst. Aber wieso sagst du, die Wirtschaft läuft so gut? Warum muss dann Federal Reserve Board zum dritten Mal Zinsen senken, um die Wirtschaft anzukurbeln? Warum ist das Defizit von diesem Jahr 1 Trillion? Das ist 300 Milliarden mehr als im letzten Jahr. Das sind keine guten Zahlen, Markus. Ja, sind ja viel, viel besser als beim Obama. Nein! Und es ist völlig Hör klar. Auf, Schau, mit dem immer! What about Obama? Nein, Obama hat in seinen ganzen 8 Jahren praktisch nie ein Wachstum angebracht, über 2%. Er selber und seine Ökonomen, die ihm näher gestanden sind, haben behauptet, es ist sowieso Zeit vorbei, wir schaffen nie mehr Wachstum als 2%. Kaum ist der Trump da gewesen, hast du sehr schnell mehr Wachstum gehabt. Wegen tiefen Steuern, wegen Deregulierungen, wegen einem liberalen Programm. Und es gilt halt immer noch so, auch wenn du das nicht willst, es ist immer noch so, es gibt liberale Rezepte, die ziehen und andere, die nicht ziehen. Gut. Der Trump hat ein paar Fehler gemacht. Für die zahlt er jetzt. Ich finde, Trade War hat er zum Teil recht, aber er hat es schlecht gemacht. Das ist für das zahlt er. Ich halte es immer noch für möglich, dass es nächstes Jahr eine Rezession gibt. Wenn es eine Rezession gibt, dann sage ich dir jetzt, Roger, dann wird er nicht wiedergewählt. Da bin ich auch überzeugt. Wenn es eine Rezession gibt, das kann ja noch sein. Also, und einfach nur, um abzuschliessen, einfach nur das noch sagen. Die Infrastruktur, die er immer hat wollen, sagen, das ist ein wichtiges Thema. Und eine Infrastructure Week nach der anderen gemacht. 0,0 hat er gemacht. Und darum, wenn du sagst, es ist besser als je, über die Verschuldung hast du nicht geredet. Das ist früher mal etwas von den Republikanern im Zentrum gestanden. Da redet kein Mensch mehr drüber. Aber vielleicht ist das egal. Ich weiss nicht. Also, wenn man dem sagt, die Wirtschaft geht besser denn je. Zahlen sind einfach besser. Nein, du hast jetzt ein Quartal genannt, wo es jetzt nicht so gut läuft. Ist, wo ich finde, ja, stimmt, wahrscheinlich jetzt mit China zu tun, ist er selber schuld, würde ich auch kritisieren, aber in den letzten 3 Jahren hat er ständig mehr Wachstum angebracht als 2% bis 3% und in Europa gibt es ganz wenige Länder, die das machen. Also, aber jetzt kommt der Zahltag langsam, eben weil man gemerkt hat, weil die Steuererleichterungen nur 0,1% von der Reichsten geholfen haben. Das ist so eine Art das Sugar High, sagt man dem in Amerika. So ein Zuckerschock, den man hat, der ist jetzt vorbei. Und jetzt kommt die Realität. Wenn wir schauen, was passiert. Das stimmt nicht. Er hat vor allem die Steuern gesenkt für die Unternehmen. Das ist ganz wichtig. Das ist entscheidend gewesen. Gut, also, aber das hat in dem Sinne nicht funktioniert, weil sie nicht investiert haben, sondern Aktien zurückkaufen. Machen wir einen Punkt, wir sind schon über unsere Zeit. Schawinski, heute Abend, Wolf Biermann ist mein Gast. Eine Jahrhundertfigur, 30 Jahre nach dem Mauerfall.
da erfahrt man wirklich etwas ganz Spezielles, eine ganz spezielle Sendung. Es lohnt sich also heute aufzubleiben bis auf die 11 Uhr am Abend kommt dann die Sendung im Schweizer Fernsehen. Die Sendung gibt es wieder am nächsten Montag. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann dabei wären. Schönen Abend und viel Spass im Programm von Radio 1. Die Radio 1 Morgenshow wirkt nachhaltig und serviert die grünen Minuten. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.